hätte das gedacht? Auch Tiere lassen sich für die Nachwelt porträtieren. Und das ist kein neuer Trend. Nein, das war in allen Epochen der Kunstgeschichte schon so, wie diese Bilder beweisen. Svetlan Junakovic hat für das große Buch der klassischen Tierporträts die berühmtesten Gemälde dieser Art zusammengestellt. Wer kennt sie nicht? Klassiker wie die Kuh, die Schildkröte oder auch das Schaf, natürlich noch bekannter unter dem Titel Das Schaf mit dem Perlenohrring. Zu jedem der Gemälde gibt es weiterführende Informationen zur Epoche und den Künstlern, allerdings ohne dass deren Namen genannt würden. So erfährt man zum Beispiel, dass die Häsin als typisch für die flämische Malerei um 1460 anzusehen ist. Oder dass das Bild Die Ziege jahrelang verschollen war und erst 1896 bei einer Auktion in London wieder auftauchte. Oder auch, dass der Maler des Hermelins nach Fertigstellung des Porträts orientierungslos durch Florenz irrte und sich gegen das Tragen von Pelzen auflehnte. Ein wundervolles Buch, das Kunstkenner, Tierfreunde und die, die es noch werden wollen, begeistern wird. Und, ach ja, eventuelle Ähnlichkeiten mit einigen sehr berühmten Meisterwerken sind rein zufällig, beteuert zumindest der Autor, der auch rein zufällig natürlich ein begnadeter Maler ist.